Sobald ihr das habt, habt ihr hier die Möglichkeit mit dieser Library aus diesem ESP ein direkt zu Alexa kompatibles Gerät zu erzeugen. Computer, schalte grüne LED ein. Okay. Ja, hallo liebe Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute nicht das Thema Home Assistant, wo sicher viele schon drauf warten, wie wir es im Stream auch angekündigt hatten. Aber da muss ich euch leider noch vertrösten. Ich denke mal so in 3 bis 4 Wochen, je nachdem wie gut ich durchkomme, geht es damit los. Ich war aber noch an einem anderen Projekt dran, da komme ich gleich noch näher zu. Das wollte ich gerne noch vorher zu Ende bringen, heißt, euch erwarten jetzt noch 2 kurze, knappe Videos. In einem, und zwar in dem heutigen, möchte ich euch eine Arduino-Library vorstellen und im kommenden Video dann das fertige Projekt, was ich damit umgesetzt habe. Zu dem Projekt, viele kennen vielleicht Nanoleafs, die originalen habe ich nicht hier, die sind mir einfach zu teuer. Sehe ich nicht ein, für ein paar LEDs so viel Geld auszugeben. Aber was wäre ein Do-It-Yourself-Kanal denn, wenn das nicht selber machen würde? Und da bin ich halt gerade dran. Hier, ich habe 10 von diesen Gehäusen gedruckt, ich glaube 10 waren es. Und ja, die Ränder muss ich noch wegschneiden, aber so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier innen das Gehäuse, hier am Rand in die Ecken kommen jeweils 3 LEDs, rundherum haben wir Platz für Kabel. In die Mitte kommt ein Spiegel, hier haben wir einen Deckel drauf und dann kann das Ganze leuchten. Das Ganze soll vom ESP angesteuert werden. Das nur mal ganz kurz als Teaser fürs nächste Video, damit ihr wisst, was euch nächste Mal erwartet. Im Detail gehen wir da also im nächsten Video drauf ein, wie das funktioniert und was das dann alles am Ende kann. Aber bei der Bastelei bin ich auf eine Library aufmerksam geworden, die ich vorher so noch nicht kannte. Bisher haben wir bei der Haussteuerung und so weiter ja alle Geräte auch immer schaltbar gehabt über ein Amazon Echo. Also wir konnten immer sagen, Alexa, schalte Hauptbeleuchtung ein und dann ging die Lampe an. Das Ganze funktionierte aber ja nur, wenn unser Raspberry Pi den Server auch gehostet hat, auf dem musste die HA-Bridge laufen und die sorgte dann dafür, dass der Echo in der Lage war, unsere Endgeräte zu schalten. Ich habe jetzt eine Library gefunden, mit der wir den ganzen Quatsch mit dem Raspberry und so weiter alles gar nicht mehr brauchen. Heißt, sobald wir jetzt einen ESP nehmen oder ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Node-MCU, die funktioniert ganz genauso, also alles, wo ein ESP-Chip drauf ist. Sobald ihr das habt, habt ihr hier die Möglichkeit mit dieser Library aus diesem ESP ein direkt zu Alexa kompatibles Gerät zu erzeugen. Heißt, ihr gebt dann eurem Arduino im Sketch einfach einen Namen, zum Beispiel LED-Panel und dann könnt ihr einfach sagen, Alexa, schalte LED-Panel ein und ja, dann kriegt der ESP sein Signal, wird geschaltet und tut dann das, was ihr im Sketch einprogrammiert habt. Und genau das möchte ich mir heute mal mit euch zusammen angucken und dafür würde ich sagen, wechseln wir jetzt mal runter ins Büro und ich zeige euch mal am PC, wie das Ganze funktioniert. Ja, wir sind im Büro angekommen und ich habe jetzt hier auch schon mal alle benötigten Teile parat gelegt und zwar haben wir hier einmal ein Steckbrett. Hier haben wir die Node-MCU, 2 LEDs habe ich jetzt mal zum Demonstrieren der ganzen Funktionen rausgelegt und 3 zugehörige Kabel. So, wir nehmen jetzt erstmal die LEDs und stecken die jetzt einfach mal hier so ins Breadboard. Immer der Pluspol liegt jetzt außen, damit ich nur eine Ground-Leitung brauche. So, jetzt haben wir hier beide LEDs auf Ground zusammengelegt. Das heißt, da nehmen wir uns das schwarze Kabel und legen das einmal hier auf Ground. Dann haben wir hier das grüne Kabel. Damit schließen wir die grüne LED am D0 an und die rote LED schließen wir an den D1. So sollte das Ganze dann fertig aussehen. Ich blende auch noch einmal kurz einen Schaltplan ein. Ja, und wenn ihr das so verdrahtet habt, sind wir eigentlich schon startklar. Ach so, ein kleiner Hinweis wie immer. Ich verwende hier gerade nochmal die LEDs aus dem Adventskalender. Das heißt, die haben einen integrierten Vorwiderstand. Solltet ihr LEDs ohne Vorwiderstand verwenden, was in der Regel wahrscheinlich der Fall sein wird, dann solltet ihr hier zwischen Ground und die LEDs
noch irgendwie einen kleinen Widerstand von, ich sag mal, 470 Ohm hängen. Einfach zum Schutz, damit euch hier nichts durchbrennt. Ja, und da das schon der gesamte technische Aufbau ist, würde ich sagen, wir wechseln direkt in die Arduino-Software und schauen uns mal an, was wir da jetzt programmieren müssen, um diese LEDs über unseren Amazon Echo steuern zu können. So, hier sind wir jetzt in der Arduino-Software und als erstes müssen wir dafür sorgen, dass wir die benötigte Library zur Verfügung haben. Die Library heißt Fauxmo ESP. Und um diese zu erhalten, klicken wir einmal hier oben auf Sketch, Bibliothek einbinden und gehen dann hier auf Bibliotheken verwalten. Das dauert dann einen kleinen Moment, der lädt dann alle zur Verfügung stehenden Libraries erstmal in die Liste. So, wenn die geladen ist, können wir hier oben mal nach Fauxmo suchen. So, und dann findet ihr hier Fauxmo ESP und ja, ich habe hier die Version 3.1.1 installiert. Solltet ihr das noch nicht installiert haben, steht hier automatisch Version 3.1.1 oder was gerade die aktuelle Version ist, steht hier drin. Und dann müsst ihr nur hier auf Installieren klicken, dann dauert das nochmal einen kleinen Moment und danach steht bei euch auch Installed. Und dann seid ihr auch schon einsatzbereit und wir können loslegen mit der Programmierung. So, und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal das Beispielsketch an, was mit dieser Library mitgeliefert wird. Und passen das einfach mal an unsere Bedürfnisse an, um unsere beiden LEDs darüber schalten zu können. So, dazu geht ihr auf Datei, Beispiele. Und dann geht ihr jetzt hier mal runter in den Bereich Beispiele aus eigenen Bibliotheken und sucht da Fauxmo ESP. Und darunter findet ihr Fauxmo ESP Basic. Und das laden wir jetzt mal. So, schauen wir uns das Sketch einfach mal erst an. Also, erstmal importiert er hier die benötigten Libraries, einmal Arduino.h für die Standardbefehle, dann haben wir hier eine Unterscheidung, wenn es ein ESP32 ist als Board, dann nimmt er Wi-Fi.h und für alles andere nimmt er ESP8266 Wi-Fi.h, einfach damit immer die richtige WLAN-Kompatibilität gegeben ist. Als nächstes lädt er die Fauxmo ESP.h, also die Library, die wir gerade installiert haben. So, und dann sagt er includeCredentials.h. Und bei dieser Datei handelt es sich um unsere Zugangsdaten für unser WLAN. Wir können uns das hier mal angucken. Hier gibt es schon eine Datei credentials.sample.h. Darin werden einfach zwei Werte definiert. Und zwar einmal unsere SSID, also der Name unseres Netzwerks, und unser WLAN-Passwort. Heißt, diese drei Punkte und diese drei Punkte, die müssen wir mit unseren Zugangsdaten des WLANs ersetzen. Ich speichere jetzt als allererstes mal dieses Beispielsketch bei mir auf der Festplatte. Ja, packen wir es mal auf den Desktop. So. Und dann schließe ich das Ganze. Warum seht ihr jetzt gleich? Und zwar, wenn ich diesen Ordner jetzt öffne, dann seht ihr hier unsere INO-Datei mit dem Beispielsketch. Und credentials.sample.h, die wir gerade eben auch in der Arduino-Software uns angesehen haben. Er importiert aber nicht credentials.sample.h, sondern credentials.h. Das heißt, diese Datei müssen wir umbenennen. Heißt, wir nehmen Samples und einen Punkt weg, dass die Datei nur noch credentials.h heißt. Und dann können wir die Arduino-Software wieder öffnen. Und jetzt stimmt das Ganze auch. Jetzt sagt er hier includeCredentials.h. Unsere Datei heißt auch credentials.h. Heißt, jetzt würde er diese beiden Parameter, also diese beiden Werte, auch hier in diesem Sketch verwenden können. So, ich trage jetzt hier mal eben kurz meinen WLAN-Zugang ein. So, jetzt habe ich hier oben den Namen meines WLANs angegeben, hier unten das Passwort. Wir speichern das Ganze nochmal und gehen wieder zurück. So, was macht er weiter? Hier erzeugt er das Fauxmo ESP-Objekt, also das Objekt, was sich darum kümmert, mit Alexa zu kommunizieren. Dann gibt es hier einen kleinen Konfigurationsbereich. Hier werden die Pins definiert, an denen die LEDs hängen. Also das Beispielsketch arbeitet mit 5 LEDs. Hier werden 5 Gerätenamen vergeben, die Alexa nachher finden würde. Also wenn wir jetzt die Gerätesuche starten würden, würde er diese 5 Geräte finden, Yellow Lamp, Green Lamp, Blue Lamp. Und ja, ich würde sagen, hier fangen wir schon mal direkt an zu bearbeiten, denn wir haben nur 2 LEDs, das heißt 3 können weg. Und wir haben
eine rote LED und wir haben eine grüne LED. Und die hängen an D0 und D1. War das jetzt auch richtig rum? Nein, natürlich nicht. Sondern bei uns hängt die rote LED an D1, die grüne an D0. Dann haben wir also einmal eine ID Red für Rot. Nennen wir das Ganze auch mal rote LED. Und wir haben eine grüne LED. Mit Umlauten kommt das System nicht klar, also schreiben wir das Ganze mit UE. Wir können es dann trotzdem als Ü aussprechen. Das versteht Amazon Echo problemlos. Also haben wir jetzt gesagt, wir haben eine LED in Rot am D1, eine LED in Grün an D0 und die rote LED heißt rote LED und die grüne eben grüne LED. Das war erstmal jetzt die Konfiguration. Wie geht das Sketch weiter? Hier gibt es eine Methode Wi-Fi Setup, die macht genau das, was der Name sagt. Die kümmert sich darum, die WLAN-Verbindung aufzubauen. Gehe ich jetzt im Detail nicht weiter drauf ein. So, und dann kommen wir in die Setup-Methode. Die initialisiert erstmal den seriellen Port, so wie wir das kennen. Dann werden hier die LED-Pins definiert, und zwar werden hier erstmal die entsprechenden Pins als Ausgang aktiviert und danach werden sie alle auf Low gesetzt. Hier sind jetzt noch die 5 LEDs drin. Da wir nur 2 nutzen, ändern wir das hier auch ab. Und zwar einmal LED Red und einmal LED Green. Und dadurch sind unsere beiden Pins hier oben, D0 und D1, jetzt als Ausgang definiert und haben einen initialen Status Low. Heißt, wenn wir den ESP einschalten, sind die LEDs erstmal aus. Dann wird das WLAN aktiviert. So, und hier kommt jetzt der wichtigste Teil, um diese Library zu aktivieren. Und zwar als erstes wird der Server erzeugt und ihm gesagt, du startest bitte auf Port 80. Und mit vxmo.enableTrue wird das ganze System aktiviert. Das heißt, wir können auch zwischendurch, wer das möchte, wer da irgendeinen Bedarf für hat, sagen vxmo.enableFalse. Dann kann ich dieses Gerät über Alexa nicht mehr schalten, bis ich wieder sage enableTrue. Wir lassen es jetzt einfach bei Enable True. Wir möchten unsere LEDs immer per Sprache steuern können und gehen mal weiter. Hier seht ihr noch ein paar Beispiele, zwar alles auf Englisch, aber ich denke mal, das wird noch funktionieren. Ihr könnt die ganzen Kommandos also auch auf Deutsch einfach sprechen. Das wird euer Echo problemlos verstehen. Ja, und hier, diese 5 Zeilen, die kümmern sich darum, die einzelnen Geräte für den Echo bekannt zu machen. Heißt, hier teilen wir Alexa mit, was für Geräte denn hier auf diesem ESP zu finden sind. Das heißt, hier sagt er einmal ID Red und ID Green sind unsere beiden Gerätenamen und die möchten wir bitte zur Verfügung haben in unserem Echo und deshalb sagen wir hier vxmo.addDevice und dann der Name des Geräts, das waren die ID-Werte, die wir hier oben definiert haben, rote LED und grüne LED. Die machen wir also mit diesen beiden Zeilen bekannt und darüber ist es dem Echo nachher möglich, wenn wir die Gerätesuche anschmeißen, diese beiden Namen auch zu finden. So, dann gibt es hier eine Callback-Methode. Ja, das ist jetzt ein bisschen spezieller, das ist schon nicht mehr so ganz basic, aber ich versuche es mal zu erklären, dass es jeder so zumindest grob versteht. Eigentlich müsst ihr das wirklich einfach nur so kopieren und dann hier die Namen abändern und dann dazwischen das machen, ja, was euer Gerät machen soll, wenn es geschaltet wird. Aber diese Methode, vxmo onset state, die wird von Alexa aufgerufen, wenn wir zum Beispiel sagen, Alexa schalte rote LED ein. Dann steht hier in Device-Name rote LED und in Value, ich glaube 255 oder 254. Das ist dann, glaube ich, der Helligkeitswert. Das können wir gleich hier uns aber auch nochmal ausgeben lassen, beziehungsweise ergibt das ja eh schon aus. Das schauen wir uns also gleich mal im seriellen Monitor an, was genau hier für Werte reinkommen. Ich gehe jetzt einfach erstmal weiter und wir schauen uns hier mal an, wie das System genau die Werte auswertet. Also als erstes nimmt er sich den Device-Namen und prüft mit String-Compare, also STRCMP heißt String-Compare, also er vergleicht hier zwei Texte miteinander, und zwar einmal Device-Name, das ist also hier der Gerätename, der hier als Parameter mit in die Methode reingegeben wird, und guckt, steht in Device-Name ID Yellow. ID Yellow haben wir nicht, also sagen wir hier mal, ist der Device-Name ID Red, also rote LED,
dann soll er auch unsere rote LED schalten. Und zwar, wenn der State True ist, heißt das einschalten. Also setzen wir das Signal der roten LED mit Digital Write auf High und ansonsten setzen wir es auf Low. Und das Gleiche machten wir hier mit der ID Green, also LED Grün. Die setzen wir ebenfalls, wenn denn der Device-Name grüne LED lautet, dann setzen wir den Pin der grünen LED, entweder auf High oder auf Low, je nachdem, wie der State ist. Den Rest brauchen wir nicht, weil wir nur diese zwei LEDs haben. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Also, ihr seht, das ist eigentlich ganz einfach, auch wenn man das drumherum nicht so ganz versteht. Man muss hier einfach nur gucken, stimmt mein Gerätename mit dem Gerät, was ich gerade schalten möchte, überein? Und dann schreibe ich hier nur noch hin, was ist zu tun, wenn es sich um dieses Gerät handelt. Ja, und in der Loop-Methode, da passiert eigentlich gar nicht mehr viel. Da ruft er eigentlich nur noch kontinuierlich VauxMo Handle auf. Das ist zumindest so das Relevante, was hier passiert. Das heißt, hier prüft er immer nur, kommt jetzt gerade irgendwas von Alexa, was ich zu tun habe? Und ansonsten loop ich hier einfach weiter. Und hier gibt er einfach nur alle 5 Millisekunden aus, wie viel freien Speicher er noch hat. Also das hier könntet ihr theoretisch auch einfach weglassen. Also wichtig ist nur, dass im Loop dieses VauxMo Handle aufgerufen wird. Das hier ist also nur informativ, um sich den freien Speicher anzeigen zu lassen. So, und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal eben. Board Node MCU ist korrekt. Hier haben wir aber gerade noch keinen COM-Port. Das liegt einfach daran, dass wir unseren ESP noch gar nicht angeschlossen haben. So, und jetzt schließen wir mal den ESP an den USB-Anschluss an und schauen nochmal, genau, jetzt haben wir hier an COM 8 unseren ESP angeschlossen und sagen einfach mal dieses Sketch hochladen. So, das Hochladen ist abgeschlossen und jetzt schauen wir uns das Ganze mal in der Alexa-App an. Und zwar gehe ich mal auf alle Geräte und eigentlich dürfte jetzt hier aktuell kein Gerät rote LED oder grüne LED auftauchen. Genau so ist es auch. Und jetzt sage ich einmal Computer, finde Geräte. Gerätesuche wird gestartet. Dies kann einen Moment dauern. Schalte deine neuen Geräte jetzt ein und rufe gegebenenfalls den Kopplungsmodus auf. So, jetzt sucht der Echo die Geräte. Das dauert immer ein bisschen, so ich sag mal ungefähr eine Minute. Ich habe zwei neue Geräte gefunden. Versuche es mit grüner LED anschalten. So, und wie ihr jetzt gehört habt, hat er zwei neue Geräte gefunden. Jetzt aktualisieren wir hier mal die Liste und schauen mal. Hier sehen wir einmal die rote LED. An der grünen scheine ich vorbeigescrollt zu haben. Genau, und hier haben wir die grüne LED. Und damit ihr auch seht, was jetzt hier beim Arduino ankommt, schiebe ich das jetzt mal so ein bisschen hier rüber. So, das ist die serielle Ausgabe von unserem ESP oder von unserer Node-MCU. Hier seht ihr, hat er bestätigt, dass er sich ins WLAN eingewählt hat. Hier seht ihr jetzt immer, wie viel freien Heapspace er noch hat, also wie viel Speicher noch frei ist gerade. Ja, und jetzt versuchen wir das Ganze einfach mal und sagen mal, Computer, schalte grüne LED ein. Okay. So, und jetzt seht ihr hier, Device 1, also das erste Gerät, grüne LED, Status on, mit Value 255 bzw. 254. Und hier seht ihr auch, auf dem Steckbrett ist die grüne LED jetzt angegangen. Wenn wir jetzt sagen, Computer, schalte rote LED ein, okay, sehen wir das Gleiche. Er erkennt also grüne und rote LED und hat diese jetzt hier eingeschaltet. Hier die OnState-Methode wurde aufgerufen. Das hier ist das, was wir im seriellen Monitor sehen. Ich halte das mal so nebeneinander. So. Und hier seht ihr, dass er sagt, okay, ich gebe das Device aus, ich gebe den Status aus. Wer dazu mehr wissen möchte, googelt mal nach printf. Aber auf jeden Fall Device-ID, Device-Name, State und Value, das sind so die Werte, die jetzt hier bei diesem Prozent S bzw. Prozent D ausgegeben werden.
Ja, und je nachdem, was für ein Device Name eben hier drin steht, wie eben schon erklärt, schaltet er entweder die rote LED oder eben die grüne LED an oder aus. Das Aus können wir auch nochmal eben testen. Computer, schalte grüne LED aus. Okay. So, und das sieht dann auf dem seriellen Monitor so aus. Und Computer, schalte rote LED aus. Okay. Seht ihr, ist dann genau das Gleiche. So, und das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen verwirrt, ist diese Value 254. Also das ist eigentlich der Helligkeitswert, wenn ihr das Ganze dimmen möchtet. Könntet ihr hier drüber auch noch arbeiten. So, und das Dimmen funktioniert wie folgt. Dazu müsst ihr sagen, Computer, setze rote LED auf 50%. So, und jetzt seht ihr, ist die rote LED angegangen. Klar, wir berücksichtigen das Dimmen nicht. Aber auf dem seriellen Monitor seht ihr jetzt, hier haben wir jetzt eine Value von 128. Wir arbeiten ja mit Digital Write, da kennen wir nur High und Low. Man hätte jetzt hier auch die Möglichkeit, einen PWM-fähigen Pin zu verwenden. Und dann könnten wir sagen Analog Write und dann nehmen wir nicht mehr State High oder Low, sondern dann würden wir hier stattdessen die Value verwenden. Und das wäre ja dann immer ein Wert zwischen 0 und 254 und dementsprechend könnten wir so sogar per Sprache die LED noch dimmen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt RGB-LEDs verwendet, funktioniert das auch wunderbar. Da müsst ihr dann entsprechend der verwendeten Library die entsprechenden Befehle nutzen. Aber ich denke, das Prinzip ist klar. Also wir kriegen hier über Device Name angesagt, welches Gerät soll geschaltet werden. Das können wir hier auswerten. Und über Status wissen wir, ob ein- oder ausgeschaltet werden soll. Und die Value ist dann nochmal der Helligkeitswert, über den wir dann auch nochmal die Helligkeit heller oder dunkler regeln können. Ihr könnt natürlich auch hier Relais drüber schalten oder was auch immer. Da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich wollte einfach nur mal zeigen, wie kann man mit dieser Library ganz einfach, also wirklich super einfach, wie ich finde, ein Arduino-Sketch per Amazon Alexa steuern, ohne da irgendwelche lästigen Server oder sowas dazwischen hängen zu haben. Ja, soviel zum Thema ESP und NodeMCU per Amazon Alexa steuern, ohne einen Server dazwischen haben zu müssen. Ich persönlich fand die Library super spannend, super angenehm zu verwenden. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Wenn euch auch interessiert, was ich daraus gemacht habe mit den Nanoleaf-Clones, abonniert gerne meinen Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Ich zeige euch im nächsten Video dann den Nanoleaf-Klon-Nachbau im Detail. Was müsst ihr dafür tun, um das selber nachzubauen? Wie sieht der Sketch aus? Was ist alles damit möglich? Wenn ich noch was vergessen habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, ebenso. Ich bemühe mich, auf alle Fragen einzugehen. Ja, und ich glaube, das war es dann auch schon mit diesem Video. Ich verabschiede mich einfach und sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao!